Stück Wandertag im Weltraum bin ich Dr. Radix auf der Internationalen Raumstation ISS 400 Kilometer über der Erde. Ich bin Tobias Eisenkrämer und ich spiele den Like. Durch die aktuelle Corona-Pandemie haben die Schüler nicht die Möglichkeit, einen Wandertag zu machen. Und wir haben gedacht, wenn die Schüler nicht rausgehen können, dann bringen wir die Welt zu ihnen. Und sie haben also durch diesen digitalen Wandertag die Möglichkeit, in die Weite zu schweifen und wirklich etwas zu lernen, auch über Orte, an die sie aktuell oder vielleicht auch nie in ihrem Leben, sowas wie die ISS, kommen können. Die Idee war, ein Klassenzimmerstück zu machen, was quasi nach Hause kommt, um ja nochmal ganz anders Inhalte zu vermitteln. In dem Stück geht es darum, dass die Kinder mit einer Astronautin zusammen in den Weltraum fliegen und plötzlich auf der ISS sind und dort einen Außerirdischen treffen und mit dem Außerirdischen gemeinsam einen Blick auf die Welt, auf die Erde bekommen und sehen, wie Regenwälder abgeholzt werden und gerodet werden und damit eine Perspektive über die Umweltverschmutzung auf der Erde bekommen. Unsere Bühne befindet sich in einem virtuellen Raum und wir haben den Bühnenraum aufgebohrt ins Internet und wir hoffen, dass wir mit dem Internet auch in die Klassenzimmer und zu den einzelnen Zuschauern zu Hause hinkommen und wir dadurch ein Erlebnis der Unterhaltung und auch des Weltkennenlernens bieten können, was wir so noch nicht erlebt haben auf allen Seiten. Das Besondere in unserer Produktion ist der Live-Charakter und dass die Zuschauer partizipativ an der Inszenierung teilnehmen können. Das heißt, sie können mit den Darstellern in Kontakt treten und untereinander sich austauschen zu dem, was sie sehen, in Diskussionsräume gehen und sich über bestimmte Fragen, was Umweltschutz und Verschmutzung betrifft, austauschen. Unser Ziel ist, dass sich im Grunde Schülerinnen aus der ganzen Welt zuschalten können, zum Beispiel aus Dortmund, aus Vladivostok oder aus Minsk und aus Chemnitz. Die haben im Grunde die Möglichkeit, da miteinander zu reden, sich auszutauschen und die Erfahrungen, die sie dort her sehen, auch zu reflektieren. Und das sind Mittel, das geht nur im digitalen Raum. Für uns ist das auch technisch eine sehr große Herausforderung und ein Meilenstein. Wir haben da sehr viel in den letzten Wochen herausgefunden und gelernt. Wir haben 4 Kameras auf der Bühne, setzen unterschiedliche Bilder zusammen, arbeiten mit einem Bluescreen, setzen unten drunter noch Ton und bringen eben auch in bestimmten Breakout-Situationen die Zuschauer zusammen in Diskussionsräume. Die größte Herausforderung war, die Hardware- und Softwareprobleme auf einen Nenner zu bringen, also gleichzeitig die Gewerke natürlich ineinander übergehen zu lassen und Lösungen zu finden, sinnvolle Lösungen, die dieses Projekt überhaupt erst möglich machen. Also über das Streaming, die Überlage der Tonspuren, Synchronisation mit dem Video und das Ganze dann noch raus ins Internet sozusagen zu senden. Wandertag im Weltraum ist ein Theaterprojekt, wie ich selber auch noch nicht erlebt habe. Also ich habe hier unterwegs das Gefühl, dass wir selber nicht nur virtuell in den Weltraum fliegen, sondern tatsächlich, dass wir hier über Wochen in Theaterproben an einer Mondrakete bauen, wo wirklich jedes Teil mit einem anderen Teil zusammenarbeiten muss, dass dann letztlich die Begegnung in unserem virtuellen Theaterstück mit dem Publikum auch möglich ist. Bla, blups, bla.